Bonsoir, Monsieur, Dames, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good evening, this is Women and Eggs. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Herbal Medicines und ich habe Bücher bestellt und ich habe einen Nachweis. Es ist nämlich ein Aufkleber von zollamtlicher Behandlung, befreit Deutsche Post, NLIPB, IPZ, Niederaula. Das Ganze ist über Swiss Post gekommen. Das heißt, der deutsche Staat hat Kenntnis davon, sowas muss angemeldet werden. Und ich habe einen Nachweis dafür, dass ich Mitglied des DPR Think Tanks bin. Ich bin also US-amerikanischer Arzt oder US-amerikanischer Militärarzt und habe Fahnenflucht begangen. Das ist Bedingung, um in diesen Think Tank reinzukommen. So. Ich mache das einfach mal hier auf. Anflucht auf amerikanisch übrigens Run DMC, Run Demarcation. Wenn man sich nicht traut und Verletzten sich von der Truppe zu entfernen, darf man auch nicht in diesen Think Tank. Gehört auch mal ein sauberes Militärgerichtsverfahren zu. Übrigens, ich suche Arbeit. Ich lasse auch hier mal ein bisschen. Man kann auch sehen, dass das von, es sind gebrauchte Bücher, an neue ranzukommen ist relativ schwierig. Und man soll auch Bücher nach Möglichkeit zweimal haben. Ja. Kommt auch aus den Vereinigten Staaten United. Der Aufkleber ist leider so ein bisschen, das reicht aber. Es ist auch noch ein Swiss Post Aufkleber drauf. Lege ich nachher ins Buch. So. Das ist einmal das hier, Physicians Desk Reference. Ich weiß gar nicht, ob das vom gleichen Verlag ist wie das andere. Ja, und ich habe ein gebrauchtes Bibliotheksexemplar erwischt von Bristol Public Library, Menrose Branch, Bristol City. Ist aber vollkommen in Ordnung. So, da tue ich mal zu dem Schein. PDR for Non-Subscription, das ist, glaube ich, das Buch ist sehr vergriffen, da kommt man kaum dran. Auf Amazon.com habe ich es nicht gefunden, auf Amazon.de habe ich es gesehen.
Das war auch ein bisschen teurer, glaube ich. So. Es ist relativ dünn, soll aber sehr gut sein. Und es ist von Carnegie Library of Pittsburgh. Da lege ich dann auch mal den entsprechenden Lieferschein rein. So. Das nehme ich auch erstmal nicht mit raus, weil es sind vor allem amerikanische Sachen drin. Ich müsste auch gleich noch meinen Namen überall reinschreiben. Ja, ja. Viel zu tun. So, und hier müsste noch mal dieses PR for Nutritional Supplements drin sein. Das müsste von ich sag mal nicht, woher das kommt. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, da ist der Einwand hier, der Einwand macht ja nichts. Das ist wahrscheinlich das, was ich dann draus mitnehme. Oh, ich bin schon bei den Bayer-Sachen in Amerika angekommen. Bayer Corporation. Da gibt es zum Beispiel Bugs Bunny Vitamins. Kind, nimm deine Vitamine, da ist auch ein Hase drauf. Sie sind aus Leverkusen in Deutschland. Dann darfst du einen Comicfilm im Fernsehen gucken. Das bedenkenswert, ob man so handeln sollte. Aber hier sind auch Wirkstoffe aufgeführt. Ein weitreichendes Betätigungsfeld. So. Ist da irgendwo eine Rechnung dabei? Kommt aus Holland. Heißt, es auch einmal über die Grenze gebracht worden. Ich glaube, es liegt das dann auch einmal ins Flug. Steht aber kein Doppel drin oder so. War wahrscheinlich Eigentum der niederländischen Armee oder irgendwas. So. Ich bin froh, dass es angekommen ist. Ich vermisse immer noch Werkzeug, das im Zoll festhängt, widerrechtlich. Ich möchte nämlich gerne meinen Lebensunterhalt durch Arbeit bestreiten. So. Tschüss, bis später.